Niemand will es hören, wie viele tausend Kinder Tschetschenien im Krieg verloren hat, singt Luisa. Und doch geht es weiter, bei einem Kulturtreffen in Eupen. Seit Jahren vernetzt die Eupener Familie Scharipowa aus Krosny Tschetschenen aus ganz Europa. Dafür haben sie vor 2 Jahren eine Internetseite als virtuellen Treffpunkt gegründet. Die heißt Vaidachar. Und da wird halt erzählt, wie die Menschen hier, also wie Tschetschenen, sich hier integriert haben und was sie hier machen, was sie hier geleistet haben in Europa, in Belgien. Und ja, damit man halt voneinander weiß, weil sonst hat man nicht viel Kontakt. Und somit kann man ja auf die Website gehen und so sieht man, was man sportlich oder es gibt viele Studenten, viele Menschen, die ihr Studium gemacht haben. Und man sieht halt, was die anderen geleistet haben. So war eine Art kulturelle Elite ins Eupener Kolpinghaus gekommen. Schauspieler, Sänger und Komponisten, aber auch Wissenschaftler, Manager und sogar ein tschetschenischer Gemeinderatspolitiker aus Berlach bei Antwerpen. Ja, ich will für Belgien etwas zurückgeben. Ja, ich wollte Belgien etwas zurückgeben. Ich bin damals gut empfangen worden und habe Interesse an Politik. Als Student habe ich mich über die Parteienlandschaft informiert und die CD&W gefunden. Die CD&W kam meinen Vorstellungen am nächsten. Sie haben christliche Werte, viele von ihnen sind so auch im Islam zu finden. Ich bin schließlich Moslem und das passt gut. 2012 bin ich dann in den Gemeinderat gewählt worden. So bin ich eingerollt und bin ich verkosen 2012 zum Gemeinderatslied. Ein Moslem bei den flämischen Christlich-Sozialen. Für den 25-Jährigen ist das nichts Besonderes. Sich integrieren und auf der anderen Seite die Traditionen des eigenen Volkes beibehalten. Aber schaffen das tatsächlich alle Tschetschenen? Ich denke, die Jugend schon. Aber ich glaube, die älteren Menschen nicht so, weil ältere Menschen haben ja sowieso Probleme mit Sprache lernen und so weiter. Aber die Jugendlichen denke ich wohl, weil die sprechen auf jeden Fall viele Sprachen und haben belgische Freunde. Auch wenn die Schlagzeilen oft eine andere Sprache sprechen. Der junge CD&W-Politiker findet die passende Formulierung. Es ist natürlich so, dass schlechte Nachrichten schneller ins Bild kommen als positive. Ich bin froh, hier zu sein und auch mal ein anderes Bild der Tschetschenen zeigen zu können. Wenn die Politik versagt, kann die Kultur vermitteln. Man muss ihr nur die Gelegenheit dazu geben.